Die deutsche Berichterstattung ist oft sehr, sehr arrogant, finde ich. Japaner sind immer verrückt, sind aufgedreht, tragen Hello Kitty, tragen seltsame Sachen. Oft wird einfach nur ins Rotlichtviertel gegangen oder wird auf der Toilette, werden diese wunderbaren automatischen Toiletten gefilmt und sich darüber lustig gemacht. Aber wenn man etwas Abstand nimmt und zum Beispiel die Hygiene betrachtet, dann ist das sehr sinnvoll. Wir hocken uns auf einen Deckel, auf einen Sitz aus Pressspan und pflegen danach unsere intimsten Stellen mit rauem Papier abzuwaschen. Aber dort, du machst die Toilettentür auf, der Deckel geht hoch, es von alleine hoch, du musst ihn nicht anfassen, es steigt etwas Wasserdampf auf, warmer Dampf, du lässt dich runter mit einem Surren, gibt dieses Gerät nach, am Ende wirst du... Ich hatte Angst. solche Angst. Kann ich gut verstehen. Ich war auch mal in Japan. Ich habe mich auch in Japan verlobt, zum Beispiel mit meiner Frau. Ah, ja. Ja, ich liebe Japan über alles. Und wir haben uns auch, ich weiß nicht, ob daraus inspiriert, aber wir haben uns auch so eine Toilette gekauft. Also, naja, also so eine Toilette. Diese Dampftoilette. Nee, ja. Nee, sondern so eine Toilette, wo man sich danach mit einem Wasserstrahl den Po sauber macht. So. Und ja, ich hab früher immer. Das habe ich tatsächlich von meinem Vater übernommen. Ich wusste nicht, dass ich mit einer neuen so lange über Toilette. Es gibt so schöne Sachen in Japan. Ja, wolltest du das noch hören oder nicht? Ja, ich hab, also auf jeden Fall, früher habe ich mich immer noch über den Badewannenrand gehangen und habe mir. Ich finde, das ist hygienischer. Und wenn man wie ich Haare am Po hat, dann ist es einfach. Dann ist es einfach reinlicher. Und, alle stellen sich jetzt so lange Zotteln vor. Ganz feine Haare. Aber.